Wollen wir? Hallo, ich bin René Reimann, Mediengestalter und WordPress-Entwickler bei Imsight GmbH. In dieser Session, entgegen dem Namen, geht es darum, wie kann ich eine Entwicklungsumgebung aufsetzen, abseits von den bekannten Wegen wie MAMP und LAMP, XAMPP. Darum geht es in der Session. Was gibt es neben MAMP und XAMPP? Es gibt VirtualBox. VirtualBox ist eine Software zum Virtualisieren von Betriebssystemen. Also mit VirtualBox kann ich Windows, XP oder irgendwelche anderen Windows-Systeme, Linux-Systeme, Linux-Systeme, also ich kann alle möglichen Arten von Betriebssystemen in einer gekapselten virtuellen Umgebung auf meinem MacBook hier zum Beispiel, kann ich die laufen lassen und virtualisieren. Und in der Webentwicklung bzw. bei WordPress wird ein Webserver auf Linux virtualisiert und mit Linux kann ich mir dann im nächsten Schritt Apache, PHP oder Nginx etc. einrichten. Wir haben richtig lange Zeit, dreiviertel Stunde. Ja, muss ich runterladen. Jetzt muss ich kurz gucken. Okay, der nächste Schritt wäre jetzt zu virtualbox.com zu gehen, sich diese Software runterzuladen, die ist kostenlos. Dann wird diese installiert. Jetzt habe ich hier einen kleinen Dreher in meiner Folie, weil eigentlich kommt der Schritt als nächstes. Also wie gesagt, VirtualBox wird heruntergeladen, ganz normal, kostenlos installiert auf dem Rechner. Und dann muss ich als erstes eine Voraussetzung schaffen, dass diese gekapselte virtuelle Box, die ist in sich geschlossen, die kann nicht nach außen kommunizieren und keiner kann rein kommunizieren. Das ist ein in sich geschlossenes System, das kann ich starten und da drinnen erstmal irgendwas machen. Und in der Webentwicklung ist es aber so, dass wir Daten reingeben wollen und Daten wieder rausgeben wollen. Das heißt, wir brauchen eine Internetverbindung in dieser virtuellen Box und wir brauchen eine Datenverbindung zu dem Gastrechner. Und bevor wir jetzt irgendwie eine virtuelle Maschine oder eine virtuelle Maschine installieren, müssen wir der virtuellen Box sagen, das ist unsere Verbindung zum Gastrechner-Netzwerk, also ein Host-Only-Netzwerk einrichten. Wenn wir das machen, bekommt unsere virtuelle Box später eine eigene IP-Adresse im Format von 192.168. irgendwas. Es ist insofern wichtig, dass ich zum Beispiel mit einem Terminal oder mit einem Client von draußen per SSH auf diese Box zugreifen kann und da dann Sachen machen kann. Also ganz wichtig, über den VirtualBox Netzwerk Manager das Netzwerk Host Only einrichten. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück, oder? Genau. Dann habe ich den eingerichtet und dann kann ich mir über Neu, also ich klicke oben auf Neu, kann ich mir eine neue Festplatte anlegen oder eine neue virtuelle Maschine, kann hier sagen, wie viel Arbeitsspeicher die Maschine bekommt, ich kann einen Namen vergeben und welches Betriebssystem ich da drauf laufen lassen möchte. Ich habe ja auch hier die Möglichkeit, vorhandene virtuelle Festplatten, die ich von irgendjemand bekomme, zu nehmen und in dieser neuen virtuellen Maschine einzufügen und dann entsprechend vorhandene Systeme zu nutzen. Und in unserem Fall erzeugen wir eine neue Festplatte, geben der einen Namen und sagen, wie groß darf diese Festplatte sein und welches Format soll welches Dateiformat soll diese Festplatte haben. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass man die Größe der Festplatte ausreichend wählt. Wenn man zum Beispiel längere Zeit in einer virtuellen Box entwickelt und da verschiedene Projekte drin hat, dann sammeln sich halt allerhand Daten an, Datenbanken, Bilder etc. Und ja, das Volumen wird dann halt an bestimmten Stellen zu klein und man kann schwer oder auf sehr komplizierten Weg die Box im Nachgang vergrößern, also das Datenvolumen vergrößern. Wenn ich neue Boxen anlege, nehme ich immer in der Regel so 20 GB, das reicht für 3-4 Projekte mit vielen Bildern immer vollkommen aus. Das Festplatten-Image, also diese erzeugte VDI-Datei, die hat dann nicht die Größe von
System in aktueller Version. Das kann ich mir auf Debian besorgen, wie es da auch steht. Da lade ich mir eine ISO-Datei runter, eine NetInstall-ISO, das ist immer am kleinsten. Die kann ich dann im nächsten Schritt, indem ich auf die virtuelle Box oder auf die virtuelle Maschine klicke, die ich eben eingerichtet habe, kann ich die quasi in mein virtuelles CD-Laufwerk einlegen, die ISO, und kann dann im nächsten Schritt, könnte ich jetzt auf Starten klicken und dann würde die ISO von dieser virtuellen CD geladen und da würde ein Debian versuchen zu installieren. Bevor ich aber den Schritt zur Installation mache, gehe ich noch auf den Netzwerk-Tab und sage der virtuellen Maschine noch, wir müssen quasi noch die Netzwerkkabel dranstecken. Das ist der Schritt von eben, also von ganz am Anfang, dass wir sagen Host Only. Das Kabel müssen wir nehmen und an die virtuelle Maschine stecken, indem wir hier die Adapter aktivieren. Wir haben Adapter 1. Unter Adapter 1 ist automatisch immer von standardmäßig konfigurierter NAT-Adapter. Der ist für die Internetverbindung zuständig, damit die virtuelle Maschine auch im Internet sich bewegen kann oder beziehungsweise Sachen aus dem Internet herunterladen kann. Und der Host-Only-Adapter ist nur für die interne Netzwerkkommunikation da, also damit die virtuelle Maschine eine eigene IP-Adresse bekommt. Habe ich das alles fertig konfiguriert, kann ich die virtuelle Box starten. Das sieht dann ungefähr so aus. Dann startet die ganz normale Debian-ISO-Installation. Hier kann ich jetzt auswählen, ob ich mir das einfach machen möchte mit installiert das einfach oder ich kann eine grafische Installationsprozess machen, also es ist ein ganz normales Debian Linux. Für eine Webentwicklungsumgebung reicht die einfache Installation, also das, was standardmäßig passiert, ohne Grafik oder ohne Advanced Modes. Wenn man das zum Testen einmal machen möchte, ist das vollkommen ausreichend. So, wenn wir das Ganze dann starten, im nächsten Schritt werden wir nach den Sprachen gefragt, die wir im Installationsprozess angeben müssen. Wir bekommen dann als nächstes die Frage nach einem Rechnernamen. Den kann man entweder so wählen, dass der irgendwie zum Projekt passt, also Projekt X.Maschine zum Beispiel. Oder wenn man erstmal so testet, dann lässt man das bei Debian. Als nächstes wird man nach einem Root-Passwort gefragt oder einem Root-Benutzer gleichzeitig. Ich empfehle hier halt immer Root. Als User und als Passwort, das kann man halt nicht so leicht vergessen und ja, passt auch irgendwie immer. Also zumal das auch kein Problem ist, weil von draußen kommt, also aus der Außenwelt kommt da eh keiner drauf, der da irgendwas Gefährliches kaputt machen kann. Das ist halt wirklich nur zum Entwickeln und solange ich mich da auf dieser Ebene befinde, ist das auch vollkommen legitim, das so zu tun. Dann wird ganz viel installiert. Die Screens habe ich jetzt weggelassen, weil das würde einfach auch zu lange dauern und ist uninteressant, was Debian da in der Installation macht. Das nächste Interessante, was Debian uns bei der Installation dann fragt, ist, was möchtest du denn jetzt konkret noch neben dem Debian-Basissystem installieren? Hier könnte ich jetzt auswählen, ich möchte einen Debian-Desktop haben, wo ich dann halt auch mit UI irgendwelche Sachen machen kann. Da wir aber hier von einer Webentwicklungsumgebung sprechen, brauchen wir auf jeden Fall den Webserver, einen SSH-Server, um von draußen per SSH auf die Maschine draufzukommen. Und wir brauchen diese Standard-Systemwerkzeuge, damit das auch rund läuft. Dann haben wir das Ding installiert. Da passiert auch nicht mehr viel. Das ist relativ einfach, dauert nur länger, weil die Daten halt aus dem Internet runtergeladen werden. Ist es installiert, kann ich die Maschine einmal neu starten und am Ende, wenn alles funktioniert hat und ich mich angemeldet habe, ein bisschen dunkel, geht nicht heller, sieht es dann so aus. Schwarzer Bildschirm mit weißem Text und die Maschine läuft erstmal. Was müssen wir jetzt noch machen? Die Maschine hat generell, wenn man das so installiert, das Problem, dass sie dass der Ethernet-Adapter nicht angestöpselt ist für das Host-Only-Netzwerk, was wir vorhin in der VirtualBox definiert haben. Das heißt, wir müssen hier die Netzwerk-Interface-Karte bearbeiten quasi, das ist quasi unsere Netzwerkkarte bildlich gesehen, und das Kabel da irgendwie reinstecken. Das tun wir, indem wir mit einem Pico ist ein Editor, die Interfaces bearbeiten und dort schreiben wir rein, Auto Ethernet 1 und iPhase Ethernet 1, INET DHCP. So, damit ist der Stecker für die interne Netzwerkkommunikation
quasi eingesteckt. Und wir müssen danach die Maschine einmal neu starten. Und wenn wir die neu gestartet haben, dann bekommt die eine IP-Adresse, eine 192, 168, meist ist es 56 und dann geht das mit 100er Schritten los, also 101 oder sowas. Und dann kann ich per SSH und dem Root-User mich auf der Maschine einloggen und kann im nächsten Schritt Apache oder Nginx, je nachdem, was man für ein Webserver-System haben möchte, installieren, plus eine PHP-Version, die wir haben möchten. Ich habe jetzt hier ein Beispiel Apache 2 und PHP 5. Wenn man PHP 5 hier so angibt in der apt-get install, dann wird immer die letzt verfügbare PHP-Version benutzt. Den Faden verloren. Die Version oder beziehungsweise das, was per apt-get installiert wird, wird von extern aus einem FTP heruntergeladen, von Debian zum Beispiel, insofern man nichts anderes angibt. Es ist Standard so konfiguriert bei der Installation und man bekommt halt aktuellste Version von PHP. Wie gesagt, hier nochmal die Befehle für Apache und Apache 2 und PHP mit Datenbank MySQL-Unterstützung. Was brauchen wir noch? Wir brauchen neben PHP und Apache brauchen wir auch noch irgendwie eine Datenbank. Das heißt, wir nehmen ja im gängigsten Fall einfach MySQL. Das gleiche mit dem apt-get-Befehl. Sagen wir hier, installiere bitte die MySQL-Datenbank, den MySQL-Server und in der Version 5.6. Und weil wir das auch manchmal ein bisschen bequemer haben wollen, können wir gleich noch ein phpMyAdmin mit installieren. Wenn wir das so angeben, dann wird später der phpMyAdmin unter jeder URL mit slash phpMyAdmin erreichbar sein, egal wo wir uns nachher befinden. Haben wir das alles gemacht, müssen wir den Apache neu starten. Hier ist, vom Prinzip kann man das mit dem etc/init.d machen. Manche sagen auch, wir sollen die moderne Alternative mit dem System Control Restart Apache 2 Server verwenden. Kann man beides machen. Ab Debian 8 ist das andere, das letzte, was unten in Grau steht, verfügbar. Kommt auf selbe hinaus. Der Apache startet neu. Haben wir das gemacht? Ist der Apache wieder durchgestartet? Dann können wir uns eine Info-PHP erzeugen und wir schreiben da einfach PHP-Info rein und können die dann im Browser aufrufen und bekommen dann die Informationen vom PHP. Das nächste ist, wir wollen ja uns, also das Ziel ist ja, dass wir eigene Domains haben, zum Beispiel www.playground.wb. Das heißt, dafür müssen wir virtuelle Hosts verwenden. Das sind quasi eigens definierte DNS-Einträge innerhalb dieser Maschine. Und dafür gibt es unter Apache Sites Available und eine vhost.conf. Die vhost.conf, die kann heißen, wie das Projekt heißt vielleicht, zum Beispiel playground.conf, also muss halt innerhalb der Sites Available liegen. Die sieht dann folgendermaßen so aus, einfach gesagt, das ist ein virtueller Host, das ist ein Stück Skript, in dem wir sagen, wir definieren einen Server-Alias. Das heißt, wenn irgendwo der Aufruf an diese Maschine kommt mit dieser Domain, dann nimmt das Apache entgegen und weiß hieran, okay, die Systemdateien oder die Dateien, die ausgeführt werden sollen, liegen in diesem Document-Root. Und wir können hier noch bestimmte Eigenschaften für das Document-Root festlegen, zum Beispiel Follow Symlinks und erlaube bestimmte Sachen. Die Conf liegt unter Sites Available, das heißt, die ist noch nicht automatisch aktiv, sobald wir die angelegt haben, sondern wir müssen die erst in dem Apache registrieren oder sagen, freigeben sozusagen. Und das tut man mit dem Befehl a2ensite und dann gebe ich halt die entsprechende Datei an, die ich jetzt freigeben möchte. Muss am nächsten Schritt den Apache wieder neu starten. Und sobald ich das getan habe, kann ich dann hier fehlt was. Mist.
Wenn ich jetzt versuche, im Browser halt meine Fantasiedomain aufzurufen, dann wird erstmal ein NotFound kommen, weil der Gastrechner die Domain noch nicht kennt. Das heißt, es gibt einen Host-File auf dem Gastrechner. Bei Unix-basierenden Systemen befindet sich der unter /etc/hosts. Dort gebe ich die IP-Adresse von der virtuellen Maschine ein plus die Domain. Damit kennt der, weiß der Gastrechner, wenn die Domain eingegeben wird, geh bitte zu dieser IP. Und die IP landet hier in der virtuellen Maschine und löst entsprechend die Domain auf und zeigt dann uns das Projekt, was dahinter liegt. Das nächste ist, was wir vorhin schon mal in einem anderen Vortrag hatten, ist halt diesen ganzen Prozess des virtuellen Box installieren, kann man sich auch sparen oder abkürzen, indem man halt fertige virtuelle Boxen benutzt. Das kann man tun mit Vagrant. Vagrant ist ein System oder eine Konfiguration, was virtuelle Boxen herunterlädt, installiert und mit dem man auch virtuelle Boxen verwalten kann und die an- und ausschalten kann, relativ zügig. Das gibt es unter vagrantup.com. Und der nächste Schritt ist halt, Vagrant gibt es halt wiederum für alle möglichen Systeme, ob ich jetzt ein Windows-System brauche oder ein Linux oder irgendwas anderes, gibt es das auch fertig von den Jungs von TenUp. Die haben dieses Vagrant, VVV. Die stellen quasi ein Vagrant bereit, was für Core-Entwickler oder WordPress-Entwickler ein fertiges VirtualBox mit einem Nings im Standardsystem bereitstellt. Und das lade ich runter, installiere das, starte das und habe dann ein fertig laufendes WordPress zum Entwickeln und kann dort Sachen pushen. Aber ich glaube, ich bin jetzt viel zu schnell gewesen. Und würde jetzt einfach in eine Fragerunde übergehen. Ich habe jetzt auch ein paar Folien vergessen. Irgendwie. Vielleicht lockerst du es ein bisschen auf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was hältst du von den fertigen VMs von Turnkey? Die kenne ich nicht. Weil da gibt es eigentlich für alle. Jedes beliebige Serverbetriebssystem, jede Linux-Distribution, ja. Mit jeder beliebigen WordPress-Version oder auch Drupal oder was auch immer, alles was es gibt. Ja, die, die Kern oder die, der Grund, warum ich das mit VirtualBox mache, ist, weil ich habe einen Kunden, der hat eine spezielle Server-Einstellung mit PHP 2.5. und irgendwelchen alten MySQL-Sachen und der möchte irgendwas haben. Das heißt, ich kann mir eine Kopie von seiner Serverumgebung innerhalb meiner virtuellen Box erstellen und habe dann genau das gleiche wie auf dem echten Server. Das ist halt der Vorteil. So, fertige Maschinen haben halt den Vorteil, dass man nicht mehr so viel installieren muss. Man muss die ganzen Schritte nicht durchgehen, ich muss mir da keine Gedanken drüber machen. Ich kann auch kurz zeigen, kann ich nicht. Ich habe meine Maschine zum Beispiel so konfiguriert, dass ich verschiedene Top-Level-Domains habe. Nee, nicht Top-Level-Domains, sondern Top-Sub-Domains. Das heißt www.projekt. Oder Projekt 2. Und dann irgendwelche Slashes dran. Und ich habe aber nur einmal die Core-Files innerhalb der VM definiert. Die liegen zum Beispiel unter /var/WordPress. Da liegt der Core. Dann habe ich eine modifizierte Config, die dann unter var www.projects halt das passende Projekt sucht und da liegt dann der WP-Content-Ordner und nochmal eine eigene WP-Config. Und so habe ich halt nur die Core-Files einmal, muss das System nicht unnötig aufblähen, weil ich dann 20 Projekte habe und 20 mal WordPress, sondern ich habe einmal WordPress vorne, das ist immer die aktuellste Version. Die aktualisiert sich per Git beim Starten von der VM per Shell und so habe ich halt meine eigene Anwendung. So, und der Nachteil halt bei so fertigen Systemen ist, dass die nicht immer das machen, was ich gerne haben möchte. Da hinten war noch eine Frage. Ach so. Wie sieht es aus mit Docker-Boxen? Das sagt mir jetzt auch nichts. Das ist eigentlich nur sozusagen eigentlich nur ein Wrapper, um halt eigentlich genau das, was du jetzt machst, dass du halt einmal definierst, welche Konfiguration hast du und kannst die Docker-Box starten und schließen. Ja, aber ist das dann VirtualBox oder ist das das gleiche wie Vagrant? VirtualBox geht auch oder halt VMware. Ja. Okay. Nee, sagt mir nichts. Also ich habe da auch eine Frage. Wenn man diese VirtualBox jetzt nutzt, möchte man das Ganze jetzt zum Kunden übertragen. Wie machst du das? Das heißt, du entwickelst dein Projekt in der VirtualBox? Ja.
Also wir entwickeln mit GitHub Versionierung. Tools nutzt, ich habe verschiedene Tools gehört und ich weiß ja. Also entwickeln tun wir mit GitHub als Versionierungstool. Das heißt, wir laden, GitHub ist bekannt? Nee. Ich wollte nur das Tool wissen, mit dem ich die Sachen von dem einen Rechner auf den anderen übertrage. Ja, das ist GitHub. GitHub ist ein Versionierungstool, das ist ein dezentrales Versionierungstool. Ich kann mir eine Kopie von meinem Projekt dezentral ablegen, dadurch, dass die virtuelle Box, dass ich die so konfiguriere, dass die Internetanschluss hat, kann ich halt auch rein und raus kommunizieren. Also entweder könnte ich per SFTP aus der Box mich irgendwo anders hin verbinden und das per SFTP übertragen zum Beispiel, oder ich benutze halt GitHub, SVN, irgendwelche anderen Tools. Ich würde da gerne eine Anschlussfrage zu stellen, weil ich jetzt gerade den Fall gehabt habe, dass ich eben auch mit so einer virtuellen Lösung auf meinem eigenen PC eine Webseite entwickelt habe. Ich wollte die dann dem Kunden vorstellen und habe dann bei DigitalOcean einfach kurzfristig einen Server aufgesetzt, habe dann mein WordPress umgezogen auf diesen Server. Der Kunde fand das schön, dann hat der Kunde mich gebeten, dass ich es auf seinen Server übertrage. Dann stellte sich heraus, dass der Server mit einem uralten Vertrag mit PHP-Version erst nicht gesehen hatte, sodass wir dann nochmal einen neuen Vertrag abgeschlossen haben, worauf es dann nochmal auf einen neuen Server übertragen werden muss. Also wir hatten vier Übertragungen, was ein bisschen mühsam war. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das Thema, das hier immer aufkommt, ist die Frage des Deployments. Das heißt, wie entwickle ich lokal und ich komme irgendwie, aber dann müssen wir mal abgleichen, was ich sage, ich schiebe es jetzt wirklich auf die produktive Umgebung. Ja. Genau, das ist dann oft hat man den Fall, man hat jetzt zum Beispiel eine Fantasiedomain. Achso, wir gehen jetzt sehr klein. Ja. Ja. So, ich glaube, wenn die Maschine nicht aus ist, kommt jetzt hier irgendwas. Genau. Das ist jetzt so mein Spielplatz. Das ist jetzt meine Fantasiedomain. Und jetzt möchte ich diese Seite, weil ich die jetzt fertig habe, hat die logischerweise in der echten Welt eine andere Domain. So, bei WordPress habe ich das Problem, dass WordPress die Domains in der Datenbank mit fest verankert an vielen Stellen. Also wenn ich ein Projekt habe mit vielen Posts, dann kommt es vor, dass in der Post-Tabelle ganz oft irgendwo die Domain drin steht. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel übertragen will oder Daten umherziehen will, dann komme ich halt irgendwann dazu, dass ich diese Datenbankeinträge auch ersetzen muss, bevor ich irgendwie einen Dump ziehen kann. Weil ich möchte ja, mit MySQL kann man einen Dump ziehen, MySQL Dump, oder mit PHP MyAdmin ziehe ich mir einen Dump und kopiere den rüber und dann läuft es wieder. Wenn es jetzt nicht große Daten sind, lässt sich das mit PHP MyAdmin ganz gut machen oder Adminer. Dann habe ich aber das Problem, dass die Domains nicht stimmen. Das will ich relativ einfach lösen. Das ist auch so eine Frage, denke ich. Da gibt es von, also entweder gibt es, ich glaube, das WP Migrate macht das ganz gut, aber das WP Migrate hat das Problem, dass es kein Multisite kann. Also damit kann ich keine Multisite-Domains zum Beispiel verarbeiten oder ersetzen. Also wir brauchen irgendein Tool, was Search und Replays über die Datenbank macht. Und wenn wir sowas machen, müssen wir bei WordPress darauf achten, dass wir serialisierte Daten haben. Das heißt, ein Array wird nicht als Array in der Datenbank gespeichert, sondern als String konvertiert. Und wenn sich da jemand auskennt im Detail, dann weiß der, dass diese Konvertierung immer die Zeichenlänge von diesen einzelnen Array-Einträgen mitschreibt. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Domain-Namen, der hat 24 Zeichen, dann habe ich 24 Doppelpunkt den Domain-Namen. Habe ich jetzt aber in der echten Welt eine Domain oder die Zieldomain ist kürzer, dann stimmt das nicht mehr, wenn ich jetzt nur den Domain-Namen übersetze. Das heißt, ich muss diesen serialisierten Arrays neu berechnen. Und hierfür gibt es von, es gibt von Internet Connect IT oder IT Connect. Ach doch, ich habe es hier drauf. Ja. Ach so, ja. Okay, warte. Ich muss kurz. Ist das Gast? Das ist großes G, ja? Was ist das andere? C. C. D. Die Frage ging eigentlich von meiner Seite aus weniger. Ich meine, dass es ein bisschen kompliziert ist, eine Webseite umzuziehen, gerade wegen der seriellen Daten. Es
kann. Aber mir ging es eigentlich nicht darum, dass es ja ein Tool gibt, dieses Interconnect-IP-Skript, bei dem ich das ja alles manuell eintragen muss, sondern auch eine automatisierte Lösung hast, mit der du im Grunde genommen Arbeitsfortschritte dann kontinuierlich auf dem produktiven Server ableiten kannst. Na, das wird über Git Staging Workflows gemacht, genau. Also ich mache ein Git Pull oder ein Git Push Commit und habe dann entweder automatisiert auf der Zielmaschine einen Cron laufen, der immer pullt, oder ich mache es manuell. Das sind die gleichen, aber damit kriege ich ja nur die physischen Daten. Datenbanken kann ich damit immer noch nicht machen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift, weil die Datenbank kann ich nur per MySQL Dump mir von meinem lokalen System ziehen. Dann habe ich halt das Problem, dass die Domains unter Umständen nicht stimmen, oder ich richte mir die virtuelle Box so ein, dass ich die gleiche Domain in der virtuellen Box habe wie auf dem Zielsystem. Dann spare ich mir das mit dem Replace, sondern kann einfach Dumps erzeugen und die rüber kopieren und dort wieder einspielen. Das ist am einfachsten. Macht aber beim Entwickeln Probleme, weil man dann immer verwirrt ist. Oh, bin ich jetzt auf der Live-Seite, auf der echten, oder habe ich noch einen Host-Eintrag dafür? Also das empfehle ich halt nicht. Ich empfehle immer, VirtualBox oder entwicklungsspezifische Domains zu verwenden. Ja, wenn das Interconnect bekannt ist, dann kann es ja. Das läuft darauf hinaus, dass du dann dieses Skript nimmst und den letzten Schritt dann doch im Grunde manuell machst. Aber ja. Das ist eine Frage, die halt so häufig auftaucht, ob es da irgendwie eine Automatisierung für gibt. Und ich glaube, da fehlt einfach irgendwo noch ein Stück. Ne? Ja, das löst aber die Session nicht. Die Session zeigt ja nur, dass VirtualBox da ist und dass man das machen kann. Nee, das ist nicht richtig. Interconnect-IP. Ja, ich will gerade nicht. Du kannst ja von deinem selber aufgesetzten virtuellen Server, den du hast, kannst ja wieder deine übertragen per SDK. Das ist ja noch das Problem. Das Problem ist, dass du dann noch die Datenbank übertragen musst und bei den Übertragen eben die URL anpassen musst und auch in seriellen Dateifeldern. Das heißt, in diesen seriellen Dateifeldern steht im Grunde genommen die Länge mit der URL drin. Und wenn du eine andere URL gibst, musst du halt noch die Länge anpassen. Wer hat das? Die Frage beim Backup-Buddy. Da kannst du nicht leicht umziehen. Ja, es gibt Backup-Buddy, glaube ich, macht das auch, aber Backup-Buddy und WP-Migrate haben halt das Problem, dass die keine Multisite unterstützen. Deswegen sage ich das. Naja, das kannst du nur lösen, indem du sagst, mein Git-Staging sieht so aus, dass wenn ich pushe oder dass du auf dem Zielsystem, auf dem Test-Staging oder so, dass dann Cron läuft, der alle 10 Minuten einen Pull vom Master deines Git-Branches macht. So, und dann, wenn du jetzt zum Beispiel ein Issue dir machst, was irgendwie ein Bugfix ist oder so, dann legen wir in der Regel irgendwie einen Branch dafür an, lösen das innerhalb von einem Branch. Wenn der gefixt ist, dann mergen wir den in Master, und dadurch, dass das Zielsystem den Master sich automatisch zieht, kommt er dann irgendwie 5 Minuten später auf dem Zielsystem an. Oder man geht halt hin und pullt manuell. Aber es gibt jetzt keine, also ich weiß es nicht. Um dieses Git-Patch zu machen, brauche ich ja keine Git-Server, sondern ich habe dann nur das normale Git und habe dann einen Cron-Job drauf. Zum Beispiel, genau. Das ist ja nur ein Konsolenbefehl, der ausgeführt wird. Git ist ein Versionierungssystem. Du hast am Anfang gesagt, das ist sozusagen die Alternative zu den Sachen, die alle kennen, so LAMP oder XAMPP oder so weiter. Du hast jetzt nicht so richtig gesagt, warum man sich den Mehraufwand machen soll. Also ja, es kann ja Sachen wie Versionen, aber ich behaupte mal, für die meisten ist doch. Das ist sicherlich ja, für die gängige Masse wird MEMP reichen. Das Problem ist aber, wenn ich im MEMP eine eigene Domain haben will, also ich bin bei MEMP, bin ich immer auf diese localhost.80 angewiesen. Und dann muss ich da noch / mein Projekt oder so machen. Das wäre jetzt die Frage gewesen, kriegt man das irgendwie? Im MEMP kriegst du das, wenn du MEMP-User bist, dann kannst du dir MEMP Pro kaufen für, weiß ich nicht, wie viel Geld. Und da kriegst du tatsächlich so eine virtuelle Domains-Verwaltung mit. Macht aber immer noch nicht das, was virtuelle Hosts im Detail einstellbar macht, weil
alles, was XAMP, MAMP, LAMP ist, ist halt eine Software, die in sich geschlossen ist. So, virtuelle Box, kann ich mir das Festplatten-Image nehmen, kann dir das geben, sage, pack das rein, starte es, läuft. Kann ich mit XAMP nicht machen, mit MAMP. Ich kann dir nicht das Programm geben und das funktioniert dann. Also zumindest, weiß ich es nicht, ich habe das vor gefühlten 10 Jahren das letzte Mal benutzt. Das ist halt der Nachteil. So richtig habe ich noch nie begriffen, warum man überhaupt lokal entwickeln soll. Also ich habe es vor Jahren schon eingestellt. Ich mache das immer nur auf dem Produktionsserver. Wenn die Domain schon in Arbeit ist sozusagen, auf einer Subdomain, dann hat man natürlich das Serialisierungsproblem irgendwann mal an der Backe, wenn man es umstellen muss, aber es ist ein Einzel. Ja. Das tritt sowieso nur bei einigen Plugins auf. Also ganz selten eigentlich, dass das irgendwie echt auftritt. Ja. Naja, warum entwickelt man lokal? Wenn man kleine Projekte hat, irgendwie einen Foodblock oder sowas, dann mag das gehen. Aber wenn man komplexe, große Daten bearbeitet, weil man einen Webshop in 3 Sprachen hat und mit 10 Plugins, weil da irgendwelche Sachen noch gemacht werden mit WooCommerce und etc. und Custom-Plugins entwickelt werden, also eigene Funktionen, und die ungetestet auf ein Produktivsystem oder dieses auf ein Produktivsystem zu entwickeln, würde nicht funktionieren, weil ich im Entwickeln nicht weiß, wann irgendwo ein Fehler entsteht, weil ich ja noch nicht immer vorne am Anfang weiß, was... Ich meine ja nicht, was das freigegeben wurde in dem Fall. Ach so. Dass man nur schon auf dem Server arbeitet, wo es noch ja später auch läuft. Darum geht es mir. Da weiß ich erstmal, dass sowieso die Umgebung schon stimmt. Ich muss nichts mit Nachträglichem anpassen. Was weiß ich, die PHP-Version. Ja, aber dann habe ich ja trotzdem sowas wie ein Staging vorher, der geschlossen ist. Dann habe ich eine Version, die ist dev.projektname oder www.projektname und da ist noch nichts drauf. Dann kann man das machen. Aber in der Regel haben wir laufende Projekte, wo wir irgendwo einsteigen oder irgendwas schon fertig haben. Und wenn ich dann irgendwie einen Fehler produziere, dann habe ich auf einmal eine weiße Seite. Das ist furchtbar. Nee, das ist in einer Subdomain sozusagen in einer Kopie entwickeln, aber auf dem Server schon, dass man nachher nur noch das Domain-Change. Ja, der zweite Punkt, warum lokal ist, weil ich halt, wie gerade eben schon gesagt habe, ich kann dieses Disk-Image nehmen und kann das einem anderen Entwickler geben, weil ich krank bin oder noch eine Hilfe brauche. Braucht man nicht mal was zu geben, braucht man nicht bloß die Adresse zu geben. Da muss ich aber wieder Passwörter und Zugangsdaten rumschicken, die sensibel sind unter Umständen. Okay. Ne? Ich habe gerade mal geschaut zu wp-meister.db, dass mit der Serialisierung das bekommt hin mittlerweile. Ja, aber die unterstützen kein Multisite. Doch, die sind halt auch drin. Jetzt neu? Seit wann gibt es das? Weiß ich nicht. Aber auch nur in der Pro-Variante, glaube ich. Ja, genau. Wenn überhaupt. Also es ging vor einigen Monaten, gab es das noch nicht. Domain-Change. Das ist immer noch auf derselbe mit dem Unterschied zum MAMP. Und für mich ist ein ganz wesentlicher Unterschied, wenn ich eben meine virtuelle Box aufgesetzt habe in meinem Computer, dass ich dann eben mit Skripten in 2 Minuten neue Webseiten aufgesetzt habe, was ich bei MAMP halt im Grunde genommen alles zu Fuß machen muss. Ja. Ich muss bei MAMP, muss ich jedes Mal den WordPress-Installationsprozess, diese sogenannte berühmte 5-Minuten-Installation, neu durchlaufen lassen. Wenn ich auf meinem Laptop einfach einen Linux-Befehl mache und gehe einen Kaffee trinken und komme zurück und die Dinge sind fertig installiert, wahlweise mit Dummy-Content oder ohne, da gibt es halt entsprechende Skripte, die das ganz erheblich beschleunigen, den Prozess. Und zu der Frage, wieso man überhaupt lokal arbeitet und nicht direkt auf dem Server, denke ich, dass da ja ein ganz großer Unterschied ist, dass ich ja eben lokal meine Entwicklertools einsetzen kann, wie zum Beispiel Grunt, wie zum Beispiel WordKit, wie zum Beispiel überhaupt die Arbeit mit SAS. Das ist, wenn ich direkt auf dem Server entwickle, ja gar nicht möglich. Also das ist die Arbeitsweise, die du vorgestellt hast, die hat schon ganz gravierende Vorteile. Ja. Am Ende bleibt es bei dem Entwickler selbst, was er tut, aber die Tools kann ich theoretisch auch auf dem Produktivsystem installieren, aber das gehört da nicht hin. Nee, macht keiner. Ja, sonst noch Fragen oder irgendwas abseits Thema Diskussion? Ja, Performance, das also so eine virtuelle Maschine, wenn die läuft, nimmt die ungefähr zwischen 700 und 1 GB RAM ein. Je nachdem, was du da in der Maschine selbst nochmal laufen lässt.
Also was für Prozesse die auslöst. So, und wenn du jetzt, du hast halt mit Virtualisierung hast auch den Vorteil, dass du mehrere gleichzeitig laufen lassen kannst. Du könntest ja sowas, kannst auch ein Netzwerk bauen innerhalb mit virtuellen Boxen und dann irgendwelche Systeme aufbauen. Und umso mehr du hast, umso mehr RAM wird dann belegt. Das ist performance-technisch der einzigste Nachteil. Wenn du jetzt zum Beispiel mit den MacBooks hast du das Problem, es gibt nur 4er Riegel zu kaufen, also kannst du maximal 8 GB reinstecken. Wenn du jetzt noch einen IDE laufen hast und einen Photoshop und einen Chrome und irgendwelche tollen Webseiten offen hast und eine VM, dann sind deine 8 GB schnell voll und da geht auf den Festplatten zu. Wenn du jetzt nicht gerade noch eine SSD drin hast, sondern eine normale HD, ja, dann kann er schon in die Knie gehen. Es kommt darauf an, wie viel du machst, aber mit einfachen, normalen Umgebungen läuft das eigentlich problemlos, stabil und schnell. Also ich habe da noch keine Schwierigkeiten gehabt. Es sei denn, du machst irgendwelche Prozesse wie, ich habe eine 32 GB Datenbank und muss da alle serialisierten Arrays ersetzen. Dann dauert es halt auch entsprechend lange und da wird die CPU-Last auf 120% hochgehen. Ja. Gibt es jetzt auch noch so ein Tool für dieses serialisierte Arrays ersetzen? Ja, das war das Interconnect, was wir zuletzt offen hatten. Interconnect IT. Gibt es ein Tool für das Ersetzen dieser serialisierten Arrays, also dieser Ziffer plus ja. Stringlänge, also Zeichenlänge. Und zwar ist das von Interconnect, also zumindest ist das, bevor jetzt wahrscheinlich WP Migrate das implementiert hat ordentlich, war das bisher das einzige Tool, was ich immer benutzt habe, damit es funktioniert. Das lade ich mir halt herunter, das läuft außerhalb von WordPress und ich kann dann halt mein Suchstring, meinen Ersetzungsstring, das Tool sucht sich automatisch die passende Datenbankverbindung raus aus der WP-Config und dann kann ich einen Try machen, dann läuft er durch, ich sehe, welche, wo er was ersetzt hat, ich kann mir das während des Prozesses immer angucken und that's it. Löschen nicht vergessen, ja, auf dem Live-System. Aber da gehört es auch gar nicht hin auf Live-System. Deswegen entwickeln wir nicht auf dem Live-System, weil da solche Tools nicht benutzt werden sollten. Ja, die werden auf der WC irgendwo bei WordCamp Berlin zu finden sein, bei der Folie. Ja.